Okay, es ist 14 Uhr. Wo sind die Starter? Starten. Super, super klasse. Also, ich bin Boris, auch von der DATEV, und ich begrüße euch recht herzlich in unserer Session Lernen und Arbeiten. Und ich muss gestehen, ich habe im Verlauf dieser zwei Tage so viel über dieses Projekt von euch, Christian, gehört, dass ich so langsam auch dahinter komme, welche Pionierarbeit ihr da geleistet habt. Und ich fange an zu verstehen, was unsere internen Veranstaltungen überhaupt für eine Funktion haben. Und das ist so ein bisschen der Impuls auch für die Session heute. Ich habe mich vor 4 Monaten auf eine Lernreise begeben, zu der mich auch Christian eingeladen hat. Insofern ist er Hauptverantwortlicher, dass ich heute auch hier sitze. Und ich bin bei uns bei der DATEV im Vertrieb tätig, im Key Account Management. Und mein Tag ist recht bunt, was die Themen angeht. Und das hat insbesondere in der Corona-Phase dazu geführt, dass ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wie ich meine Arbeit und das Lernen daneben gestalte, wie ich das zeitlich unter einen Hut bekomme. Und das wurde umso deutlicher, als es wieder im Außendienst losging und wir unsere Kunden wieder vor Ort besuchen konnten. Denn dann sitze ich häufig im Auto auf der Autobahn und kann in dieser Zeit recht wenig tun. Und diese Zeit fehlt mir dann natürlich für alles andere. Und daraus ist dieses Gedankenspiel entstanden, Lernen und Arbeiten zu fusionieren quasi, zeitlich unter einen Hut zu bekommen. Und daraus wurde ein Experiment, das vor 4 Monaten begonnen hat. Und dass wir quasi jetzt am 13. Juli auf dem DATEV DigiCamp in die Umsetzung bringen. Das mal so der Rahmen. Und ich habe in diesen 4 Monaten ziemlich viele Emotionen durchlebt, von Unsicherheit bis zu Sicherheit. Das kann ich auch kurz beschreiben. Und ich habe gelernt, was ein Lightning Talk ist. Im Verlauf der Veranstaltung glaube ich, dass das heute hier, diese Session, eher darauf hinausläuft, dass es ein Lightning Talk ist. Aber natürlich immer gerne um eure Fragen und Impulse zu dem Thema ergänzt. Soweit erstmal so zu den Rahmen. Christian, willst du noch irgendwas ergänzen? Sehr gerne. Ich habe eine Wunschsituation für diese Session. Boris hat vor 4 Monaten haben wir in LinkedIn öffentlich gestritten, weil der Boris sich gewünscht hat, wie so viele meiner Kollegen, warum können wir nicht in einem Tool alles lesen, was ich brauche, weil dann würde ich nur ein Tool angucken müssen und dieses Durcheinander und noch eine Plattform und noch eine Plattform, bevor ich sie richtig verstanden habe, kommt die nächste Plattform. Und ich habe dem Boris gesagt, Boris, verstehe ich so gut, aber es wird nicht klappen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es, hier muss ich reingucken, dass wir lernen müssen, mit vielen Plattformen umzugehen. Und dass ich aufgehört habe zu differenzieren, ob das, was es heute hier ist, arbeiten oder lernen. Und dass wir diese, ich habe Zeit für Lernen und ich habe Zeit für Arbeiten, dass man das auflösen muss. Und Boris hat im Hintergrund dieses Originalzitat, das Karl Dampke wunderbar dokumentiert hat von meiner Chefin gestern, dass wir aufhören müssen, Lernen und Arbeiten miteinander zu differenzieren. Und letztlich hat das beide uns zusammengeführt. Und die in der vorherigen Session waren, wir arbeiten mit Open Space Agility von Daniel Messing. Und ich habe den Boris reingequatscht, komm mit dem Problem in den Open Space im März. Genau. Wir fangen das an, gemeinsam zu diskutieren, weil es gibt da keine einfache Antwort. Und es gibt vor allem keine einfache Antwort, wie macht man das? Und ich gebe zu, dass ich schon ein bisschen überzeugt bin, dass LernOS und Selbstlernen und das Lernen mit verschiedenen Menschen gemeinsam an festen Punkten. Weißt du, wer hat schon mal einen LernOS-Lernpfad wirklich erlebt? Wer weiß, was Working Out Loud ist? Ja, Working Out Loud ist ein spezifischer Form eines Lernpfads, 12 Wochen mit den Menschen an einem individuellen Ziel zu arbeiten. Und es gibt bei LernOS den Lernpfad Vernetzung und Sichtbarkeit, der kommt ursprünglich auch aus einer ähnlichen Ecke wie Working Out Loud. Und es gibt eben inzwischen vielen noch mehr Lernpfade. Und meine Vorstellung ist, dass für viele Kollegen eben auch wie für den Boris ein individueller Weg möglich ist, indem man sich in solchen Lernpfaden bewegt. Und Boris hat, glaube ich, wir haben in den 3 Monaten 2 Termine gemacht.
und das ist das Spannende, Boris, was ist ein Experiment? Ich will jetzt einfach, dass ich das mit ihm lerne, ich würde Experimente machen, brauche ich nicht. Und dann haben wir aber ein wunderbares Experiment zusammen gemacht. Boris hat Kundinnen eingeladen, wir hatten 30, 40 Leute in LinkedIn und ich war schon fest überzeugt, wir machen wieder ein Learning Circle Experience. Ihr seid alle eingeladen, am 13. Juli mit uns in ein Learning Circle Experience zu gehen. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrungen, wir machen das auch schon ein paar Jahre. SAP macht es ja auch und so. Und ich dachte, das läuft. Und vor 4 Wochen haben wir das veröffentlicht, das Angebot, großzügig über LinkedIn an euch alle. Und kommt keiner. Also das ist... Meldet sich keiner an. Und ja. Das war meine Einladung vorher. Für mich wäre es heute wichtig, rauszukriegen, warum kommt keiner? Warum ist das mit dem Selbstlernen nicht so einfach? Den Boris habe ich überzeugt, aber ein Boris macht bei 1000 Außendienstler noch nicht den großen Unterschied. Das heißt, wie gehen wir das weiter? Und da ist unsere Einladung, auch unseren Prozess gemeinsam zu teilen. Der konkrete Plan, um den noch abzuschließen, wir machen ein Lern-OS-Convention-ähnliches Format am 13. und 14. Juli. Und am 13. Juli in einer 90-minütigen Session ist die Idee, dass die Circles sich finden. Das heißt, wir haben eingeladen und werden sagen, wer Lust hat mitzumachen, kommt an dem 13. Juli um 11.15 Uhr in die Session und um 12.45 Uhr habt ihr einen Circle-Partner, mit dem ihr 12 Wochen lernt. Und meine Top-Vorstellungen wären 200 Menschen gewesen, meine Krisenvorstellungen wären 30 gewesen und die aktuelle Anmeldezahl sind 9 externe. Und wenn wir 2 noch kommen, Boris, dann kriegen wir noch 15 zusammen. Aber irgendwie ist es noch keine Runde, um viele Circles zu bilden. Genau, und das wäre jetzt unsere Geschichte, alles rund um die Lernpfade mit euch zu teilen, Fragen zu beantworten. Das war ein Bewerb. Und dabei ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Lernen und Arbeiten miteinander verbunden werden kann. Genau. Boris, passt das aus meiner Sicht auch so von der Historie? Ja, das passt. Und wenn jetzt Fragen sind, gerne. Ansonsten, weil ja auch du beschrieben hast, was es da für Hürden gab und gibt und warum so wenig Vertriebler da mitmachen. Ich glaube, dass ich dazu vielleicht einen Einblick geben kann. Aber wenn es jetzt erstmal Fragen gibt, dann bitte gerne. Also, wir machen eine Runde. Warum ist jemand in die Session gekommen? Jemand will gerade schon wieder gehen und hat offensichtlich die falsche Wahl getroffen. Vielleicht haben wir eine Chance rauszukriegen. Was war der Grund, warum diese Session? Ihr kennt jetzt unseren Grund. Mich würde interessieren, wie ist eure Runde? Nehmt den Würfel und ich schaue, dass ihr ein Bild seid. Genau. Jawohl, Sie können wir nicht mehr gehalten. Das ist alles gut. Ich bin gespannt und alles so. So läuft es zu viel. Das ist ein Sicherheit. Genau. Christian, so wie sich das für uns anhört, kommt ihr noch über den Laptop-Lautsprecher. Vorhin gab es mal, ihr müsst, glaube ich, noch einmal umstellen. Also dich haben wir jetzt gut gehört. Ich habe jetzt nur gerade die ganzen das andere Gespräch nicht so richtig mitbekommen. Hörst du mich, wenn ich jetzt rede? Ja, aber nicht aus dem Mikro, sondern weil du laut genug bist. Ich suche den Post gerade nochmal von vorhin raus. Ja, das heißt, der Frank Erich ist das, der das vorhin für uns gemacht. Das war irgendwo hier vorne. Es kommt über das Kamera, nicht über den Laptop, sondern über das Kameramikro da vorne. Genau. Darüber. Die Aufzeichnung schließen, aber bei Intim sind in die Einstellung, oder? In die Einstellung, genau. Und da komme ich unter den 3 Punkten. Hier, da ist es hier. So. Das ist aber das ist nur das vom Bild. So, aber an diesem Bild. Mikro. Wo ist denn nur? An und aus. Der Hans könnte das wissen. Ist der Hans so bei Hans, eigentlich ist es der Weg, den wir gerade hatten. 3 Punkte. Ja, aber. Dann das Zahnrad. Aber da kommt kein. Wenn du mal Steuerung minus machst, ich glaube, das ist nicht vollständig. Dann. Dein,
Also Simon hat vorhin geschrieben gehabt, am besten Teams im Browser einmal neu laden. Im Lobby-Screen kann man dann, hat man dann die Möglichkeit, das Mikro auszuwählen. Ah ja, es kommt hier so. Herr Benedikt, wenn man das macht. Wir haben wohl das richtige Mikrofon aktiviert, die Nicole. Ich muss dann nochmal neu einwählen. Das ist ja klar. Müsste es? Ja. Ist das besser? Yeah. Ja. Ja, wunderschön. Vielen Dank, Nicole. Vielen Dank. Ja, schön. Genau. Katharina, mein Name, das schließt wunderbar an die Session an, die ich heute Morgen eingebracht hatte, in meinem Kopf zumindest, genau. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wir haben sehr gute Erfahrungen bei uns mit Learning Circles gemacht, aber auch so sehr mittelmäßige und oft auch die Erfahrung, dass der Enthusiasmus am Anfang groß ist, das scheint ja auch noch ein bisschen anders zu sein und dann sehr rapide abnimmt. Und wir haben heute Morgen in der Session so ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn eigentlich so die Lernkriterien, die es vielleicht braucht, auch so jenseits von Lernpfaden. Also ich weiß nicht, ob es manchmal das Learning Circle die Leute abschreckt oder dass es 12 Wochen sein sollen, das ist für viele Leute sehr, sehr lang. Manchmal auch tatsächlich der Begriff des Lernens, der ist gerade irgendwie Management so sehr suspekt. Ach ja, und Lernen, dann manche denken dann irgendwie auch an Schule und so. Ne? Und da haben wir heute Morgen so ein bisschen uns drüber unterhalten. Das könnt ihr auf dem Concept Board auch sehen in der Session. Kann ich gleich nochmal teilen. Genau, also dass man irgendwie ja, vielleicht von diesem Format wegkommt oder eine andere Begrifflichkeit findet. Da war eine Person aus dem produzierenden Gewerbe, die auch gesagt hat, sie versucht das halt anzupassen mit sehr kurzen Zeiträumen irgendwie. Ne? Und weil sie halt Leute hat, die halt nicht so flexibel mit ihrer Zeit umgehen können, wie das in anderen der Fall ist. Und ich habe keine Ahnung, ne? Ich arbeite nicht im Vertrieb, aber ich könnte mir vorstellen, Vertrieb ist ja auch irgendwie ein schnelles Geschäft, vielleicht braucht es da einfach andere Formate. Und meine Inspiration für die Session heute Morgen war, dass ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alles mit der Methode Learning Circle Experience und Lernpfad erschlagen. Lernen ist dann auch vielfältiger. Dann sind wir wieder da, wo Trainings vor 20 Jahren waren, wo alle Leute Trainings angeboten haben. Es geht nicht um die Methode, es geht ja eigentlich um das Lernen. Und da gibt es vielleicht Situationen, wo Learning Circle Experiences perfekt und fein sind. Und dann gibt es andere, wo es halt irgendwie nicht so passt. Und deswegen bin ich hier und ich entschuldige mich, das war sehr lang. Und dann wechseln wir jetzt in die Hybridwelt in Christoph als Nächsten. Ja, ich kann das voll unterstreichen. Wenn ich aus meiner, also ich habe auch den Eindruck, dass momentan einfach unheimlich viel Fokus auf diesen Learning Circles ist. Wenn ich in meinen eigenen Alltag gucke, wie lerne ich, dann lerne ich ganz viel über Google suchen. Das heißt, im Alltag taucht irgendetwas auf und dann ist unklar, was ist das genau? Und dann Google suche und dann häufig Wikipedia-Artikel querlesen, soweit wie man es dann hat, oder suche nochmal im Intranet und so. Das heißt, es gibt diese Trigger im Flow of Work, wo die Frage ist, was steht da eigentlich hinter? Und dann gibt es die Aktion, nämlich ich gehe suchen und dann ist die Frage, was finde ich? Und das ist für mich ein ganz großer Teil vom Lernen. Also diese Learning Journeys um 12 Wochen, die sind gut für Transformation. Also für Working Out Loud, ich ändere wirklich meine Arbeitsweise. Dafür braucht es, wenn 12 Wochen ja sozusagen noch super kurz. Aber was ich unheimlich wichtig finde, ist das mit in den Blick zu nehmen, was gelernt werden muss, ohne dass es uns transformiert.
Also im Sinne von, im Rahmen meines bestehenden Mindsets muss ich einfach nur neue Begrifflichkeiten, neue Wettbewerber, neue was auch immer, und das kommt in immer schnellerem Tempo. Jedes Unternehmen, so ist bei der Telekom, immer neue Aktionen hauen die raus. Also diese Beschleunigung ist so, dass alle Abteilungen schneller arbeiten. Da den Überblick zu behalten und so, nee, ich bin überall drin, das geht schon gar nicht mehr. Insofern wird das noch mal wichtiger. Ich werde mit irgendetwas konfrontiert. Kann ich jetzt bitte ein vorstandsbriefingartiges Ding haben, das mich jetzt da reinholt, ohne eben dieses Herkömmliche? Ich frage einen Kollegen, der kennt jemand, dann gehe ich auf den zu, dann ist er beim Urlaub, dann stellt sich raus, irgendjemand anders, und in 5 Wochen haben wir mal einen Termin, dann aber leider auch nur eine Stunde, und dann hat er eigentlich auch noch und so weiter. Also dieser Punkt von nicht transformierenden Lerninhalten, wie lassen die sich on demand bereitstellen? Also ich bin in Flow of Work, ich frage mich, was heißt das, ich gucke es nach, 45 Sekunden screene ich eine Seite durch, weiß genug, um weiterzuarbeiten und bin wieder zurück. Also dieses Schützen und Pflegen des Flows, in dem die Leute drin sind, mit kleinen Punkten, das ist aus meiner Sicht eine super wichtige Ergänzung zu dem ebenfalls natürlich super wichtigen, wir transformieren die Art der Leute und die Haltung und so weiter, was die Learning Journeys bieten. Wenn ihr einverstanden seid, sammeln wir erstmal so ein bisschen und ist jemand im Raum, der Meldungen hat, dass wir einen Wechsel machen? Dann würde sich die Nicole mit Platz 2 eigentlich aufsehen, dass wir gerade eine Runde ganz rum machen. Das hat sich aber irgendwie jetzt in eine Diskussion verlagert, ne? Deshalb muss ich mich überschritten nochmal erinnern. Also ich bin immer noch gedanklich bei der Runde rumrum und nehme jetzt einfach die Impulse, wer sich meldet, als rundum. Ich hätte gern von euch allen eine Position. Nicole. Ich stimme in großen Teilen Christoph zu. Es gibt Situationen, da brauche ich einen Learn Circle. Es gibt Situationen, da brauche ich keinen. Für mich ist LernOS immer ein bisschen wie Weight Watchers fürs Business. Einmal die Woche muss ich zum Wiegen, einmal die Woche kriege ich Tipps und einmal die Woche fragen die anderen nach. Und in dem Moment, unter der Woche muss ich aber meine Ernährung, meinen Sport selbst machen. In dem Moment, in dem ich so ein Projekt habe, bei dem es gut ist, dass andere mit mir auf dem Weg sind, in dem Moment brauche ich einen Learning Circle. Und für alles andere zwischendurch Ernährung oder was weiß ich aus auf den Plan nehmen, kann ich anders machen. Was ich gern auch im Nachgang noch als Impuls habe, ich habe die Seite aufgerufen. Ich habe da sehr viel LernOS-Beschreibung rausgehört. Aber ich glaube, wenn man nicht so tief drin ist, war dann nicht so viel Aufforderung dabei. Hey, mach mit und wir möchten euch mit unseren DATEV-Mitarbeitern zusammenbringen. Wir haben hier auch noch so ein bisschen einen Hall. Das ist offiziell der Simon-Rechner. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas machen könnt. Ansonsten können wir damit leben. Der Simon-Rechner macht mir ein bisschen Angst dabei. Genau. Also wie gesagt, weil du gesagt hast, was hat mich abgehalten? Also jetzt, ich kenne euch, ich mag euch, ich habe mich angemeldet, aber diese Seite hat mich nicht dazu bewogen, mich anzumelden. Ja. Will jemand in der Runde, der wird mit dem Hybrid-Modus gut einhalten? Okay, also ich meine, ich habe nichts Neues beizutragen, aber du hast alle gefragt, deswegen antworte ich auch. Also ich bin die Mela. Und ja, mich würde tatsächlich auch der Zeitraum abschrecken. Also das ist mir zu groß und zu formal und zu vorgeschrieben. Ich habe tatsächlich schon mal so ein Learning Circle gemacht in einer Gruppe mit Leuten, die auch noch nie einen Learning Circle gemacht hatten, und wir waren sehr hilflos und es hat uns nicht so wirklich viel gebracht. Wir hatten aber auch kein wirkliches Ziel dafür. Insofern war es vielleicht nicht die optimale Voraussetzung. Aber tatsächlich die Überlegung, für 12 Wochen mich jetzt da auf was einzulassen, wo ich noch gar nicht weiß, um was es geht. Wenn es 3 Wochen sind, ja, aber sonst nicht. Und ansonsten fand ich die Kommentare von meinen Vorrednerinnen sehr super. Kann ich nichts hinzufügen, stehe ich total dahinter. Danke. Vielleicht ist das ein oder andere, also Kybra mein Name, dass die Leute einfach am Prozess mitgestalten wollen und nicht was Vorgegebenes einfach mitmachen wollen, sondern wirklich auch mitgestalten wollen in dem Prozess, dass man die Leute einbindet,
Ich habe jetzt auch für meine Masterarbeit berufsbegleitend Interviews geführt und da kam auch immer dieses Thema raus, dieses Mitgestalten, dass die Leute einfach teilhaben wollen und nicht irgendwas Vorgeschriebenes dann mitmachen, sondern wirklich dran teilhaben wollen. Und dann verstehen sie auch den Sinn und den Nutzen dahinter, wenn die mitgestalten. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Manuela? Ja, also ich bin Manuela, bin Personalleiterin bei der Swan und ich habe jetzt zwar noch keine Erfahrung mit der Lern-ONS, das fangen wir jetzt erst an mit dem Leadership, aber ich habe viele Erfahrungen mit Woll und auch mit kürzeren Formaten im Zusammenhang mit Hybrid führen. Und meine Erfahrung ist aus allen Bereichen, dass sich Menschen, die nicht strukturiert arbeiten können, sich furchtbar schwer tun, sich auf diesen strukturierten Leitfaden einzulassen, weil sie sich damit automatisch auch ein Stück weit eingeschränkt fühlen in ihrem Chaos oder in ihrer Kreativität, weil sie nicht erkennen, dass wenn sie sich hier an Themen manchmal strukturierter heranwagen, vielleicht auch effizienter arbeiten. Also das ist das, wo ich immer in so Grundsatzdiskussionen komme, weil dann oft immer so vorgeschoben wird, ja, ich habe keine Zeit und so verbindlich einmal die Woche, das ist ganz schwierig und dann und die Länge ist natürlich auch noch ein Thema, 12 Wochen, weil in Bayern halt nun mal immer, ich weiß nicht, im 6- oder 7-Wochen Abstand dann immer die Ferien dazwischen sind. Und entweder sind dann die, die keine Kinder haben, zwischen den Ferien weg oder die, die Kinder haben, in den Ferien weg. Also da ist auch diese Stringenz dahinter oft nicht durchhaltbar, weil einfach diese Ferienzeiten dazwischen sind. Das ist tatsächlich, also deswegen haben wir auch diese kürzere Variante gewählt, also auch mal ausprobiert über diese 5 Wochen. Das ging schon besser, weil man das auch zwischen die Ferienzeiten ganz gut reinpacken kann. Also das sind so die Erfahrungen, die ich aus den verschiedenen Zirkeln mitbekommen habe. Und was natürlich schon, also ich kenne das jetzt vom, oder sagen wir, was jetzt angedeutet ist über den Leadership LernOS, ist, dass Boxenstopps mit eingeführt werden, die auch, sagen wir, schon ein Stück weit noch ein bisschen Druck reinbringen, also gewisse Verbindlichkeit dann auch verlangen bei den, also bei Mitarbeit. Und was noch wichtig ist, ist das Thema. Wenn das Thema nicht wichtig genug ist, halten die Teilnehmenden nicht durch. Und das ist für mich das ganz Entscheidende am Anfang, wenn man startet, dass man sich wirklich über die Wichtigkeit, über die Dringlichkeit des Themas, mit dem ich mich beschäftige, dass das da sein muss, weil sonst hat es keinen Sinn. Jetzt habe ich die Sabrina vorher übersprungen. Du warst schon länger gemeldet. Ich nehme noch die Sabrina mit rein. Alles easy. Ich habe nur neben der, dem Tipp zur Website, den die Nicole gesagt hat, habe ich noch 2 Punkte. Das eine ist, ich glaube wirklich, dass das Wort Lernen ziemlich verbrannt ist. Da hilft es dann auch nicht, wenn ein Lern-OS da drauf steht. Ich glaube, ich würde das wirklich sehr bewusst anders formulieren. Das zweite ist, das Thema, da kommt die Marketing-Tante raus, da komme ich ursprünglich her, häng doch weiter raus, dass es ja um ein wirklich persönliches Ziel geht. Da steht individuelles Ziel, ne? Aber im Prinzip kannst du damit machen, was du willst, lieber Kollege, ne? Und du kannst dein eigenes privates oder Business-Ziel nach vorne stellen und das ist nur ein Tool, was dir hilft. Vielleicht muss das nochmal betonter werden. Danke. Ich gucke nochmal im Raum. Ich hatte schon mal eine Frage. Ich bin am Überlegen, dieser Punkt der Strukturiertheit, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich kenne sehr strukturierte Menschen, die es absolut ablehnen, mit diesem Geist zu arbeiten. Also so ein Zitat vor kurzem war, das ist das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Das ist wirklich eine sehr strukturierte Person gewesen. Und das kommt so ein bisschen daher, also Feedback, was ich gesammelt habe, ist, also das meine Working Out Loud erscheint oft zu oberflächlich. Man verbringt dann gefühlt viel Zeit in dem Circle, in dem man eigentlich nicht am Thema arbeitet, sondern an den ganzen anderen Punkten, 10 Lieblingsorte auf Twitter zu posten und solche Sachen. Wir haben auch einen abgewandelten Guide gemacht, das haben wir daraufhin auch gemacht und den finde ich auch ein bisschen besser. Hat aber auch noch halt gut funktioniert.
Und ich glaube, Strukturiertheit ist wichtig. Ich frage mich aber, wie und in welcher Form. Also ich finde zum Beispiel diese Boxenstopps total wichtig, dass du weißt, du bist irgendwie in einen größeren Prozess eingebunden. Und bin dann mal überlegen, also so vielleicht wirklich gezielt Lerncoaches zur Verfügung stellen, die Leute ihre Struktur selber finden zu lassen. Vielleicht auch nur zu sagen, okay, ihr trefft euch einmal pro Woche, ihr macht ein Check-in, ihr geht wieder raus, ohne dass man so einen klaren Leitfaden vorgibt. Das sind so Überlegungen, an denen ich dran bin. Und eine andere ist die Erwartungshaltung, dass dann tatsächlich am Ende was bei rauskommt. Also dass man so eine Verbindlichkeit oder eine Verpflichtung sich selber und der Gruppe und dem Unternehmen gegenüber hat, stellt, glaube ich, auch schon Struktur her. Und ich rede hier von Hypothesen, die ich gerne umsetzen möchte als nächstes, aus einer ähnlichen Fragestellung, die du hier reingebracht hast. Wie kriegt man eine gute Begleitung und eine klare Struktur hin, ohne in diese überstrukturierten Guides reinzugehen? Das sind so ein paar Gedankenpunkte, an denen wir da dran haben. Ja, dann kann ich auch schmeißen, ne? Ja, also schmeißen. Vielen Dank. Ich fand, das waren sehr, sehr gute Ansätze. Und ich finde die Idee mit den Guides und der individuellen Zuschneidbarkeit finde ich super. Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert, dass man mit einem Guide sich sein eigenes Konzept zusammenbaut und sagt, mein Team oder unser Team möchte so und so lange zusammen lernen. Und der Guide hilft uns dann, den Leitfaden entsprechend als Baukasten zusammenzusetzen. Wenn man es, was weiß ich, 6 Wochen macht, dann sollte man 2 Pitstops haben, die kann man dann und dann einbauen. Ne? Dass man so geführt wird, aber dann selbst sich das Ding in Frame setzt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute da sich mehr damit identifizieren und auch mehr dranbleiben. Aber ich fand die Idee super. Dankeschön. Boris, darf ich die Sibylle noch vornehmen? Na klar. Sibylle. Dankeschön. Ja, ich möchte nur kurz eine praktische eigene Erfahrung beisteuern. Und zwar habe ich jetzt gerade vor kurzem an einem Learning Circle zum Thema Podcasting teilgenommen und hier einfach nochmal die Verknüpfung auch zum Titel der Session hier herstellen, Lernen und Arbeiten. Also wenn das tatsächlich ein Thema ist und ein Ziel, was ich ganz konkret für meine Arbeit in dem Moment brauche, und das war bei mir so, dann ist es total super und dann bleibt man da auch dran und es war dann auch ein harter Kern, der sich da rauskristallisiert hat. Wir haben uns nicht immer 100% dran gehalten, was gerade an der Wochenaufgabe stand, weil wir da auch flexibel genug waren, das anzupassen. Es war zum Teil technischer, als wir es gebraucht haben und so, aber es war immer ein guter Austausch und hat uns definitiv was gebracht. Also da denke ich tatsächlich Lernen und Arbeiten, Learning on the Job, wenn es dafür dient und gerade ein längerer Prozess ist und eben nicht ein schnelles Nachgucken bei im Intranet nach einem bestimmten Kollegen oder Kollegin, die was zum Thema weiß, dann macht ein Learning Circle definitiv Sinn, weil es begleitet. Und es ist eine Gruppendynamik und das tut uns Menschen, glaube ich, ganz gut. Sprich Weight Watchers, fand ich ein schönes Beispiel. Boris. Ja, vielen Dank. Das passt ganz gut, Sibylle, was du gesagt hast, als Gegenposition zu Christoph, der vorhin die Google-Suche vorgeschlagen hat. In meinem Job ist es so, dass die Themen oder Fragestellung, die kommen von meinen Kunden und die wechseln einfach, ne? Teilweise im Stundentakt. Und es gibt Themen, die gehen tiefer und es gibt Themen, die sind ganz schnell wieder vom Tisch. Und das sind im Prinzip die Themen, die mich im Job beschäftigen, wo ich dann teilweise auch mich gefragt habe, wie kann ich da tiefer einsteigen, ohne die andere Zeit zu vernachlässigen, zum Beispiel am Kunden zu arbeiten. Und daraus entstand so ein bisschen die Idee, beides zu fusionieren. Und da war ich schnell bei dem Thema, eben in den Austausch direkt mit dem Kunden zu gehen. Aber das reicht nicht unbedingt, weil ich dann teilweise auch noch Expertise von Fachkolleginnen brauche. Und die also mit einzubeziehen. Und so entstand die Idee dieser Learn Circle. Christian, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich versuche in unserer Korrespondenz den Begriff Impulse Circle einfließen zu lassen. Vielleicht ist es auch das, weil es geht, ich stelle einfach fest, im Austausch mit vielen, also Kunden, Kollegen und so weiter, sind es einfach Impulse, die mich teilweise weiterbringen. Ja? Und die mich zum nächsten Thema bringen oder zur nächsten Quelle. Und insofern, in diesem Kontext finde ich Learn Circle oder Impulse Circle ganz spannend. Und warum jetzt, das war noch ganz am Anfang, warum wir im Vertrieb vielleicht nicht so darauf einsteigen, dieses Add-on noch sich damit zu beschäftigen.
es ist schlicht und ergreifend Zeit. Wenn wir jetzt eben, wie gesagt, im Auto sitzen, dann ist das tote Zeit, in der wir nicht wirklich was tun können, vielleicht einen Podcast hören. Aber das ist dann eben das Problem, warum auch viele Kollegen sich diesem Thema nicht unbedingt in Hingabe widmen. Was ich aber eben festgestellt habe, ich habe es ja trotzdem getan, dass gerade dieses Beschäftigen mit vielen Kanälen und vielen Leuten mich viel schneller teilweise zum Ziel bringt, an Informationen bringt. Und deswegen finde ich diesen Weg interessant und werde ihn auch weiterverfolgen und versuche es auch bei uns und unter meinen Kollegen und Kolleginnen weiterzutragen. Aber die Zurückhaltung verstehe ich auch. Das heißt, für mich ist die Frage, wie kriege ich die Leute auf meine Seite? Ja, und kann sie davon zu überzeugen, eben sich diesem offenen Feld zu widmen. Und das ist so das Stichwort. Wir im Vertrieb lieben es, mit einer Agenda rauszugehen. Wir haben feste Themen. Das ist aber eben nicht mehr der Puls der Zeit. Ich glaube, dass es schon eher wichtig ist, sich wie so ein Guerillakämpfer in verschiedenen Feldern zu tummeln, um ans Ziel zu kommen. Danke. Im Raum eine Hand? Viele Meldungen. Genau. Genau. Also ich habe beobachtet, dass am Anfang in der Corona-Krise wirklich ein Rang auf dem Zirkel war, weil das ist vielleicht ein Anschluss an den ersten Beitrag, weil eben der Transformationsbedarf so groß war und das auch als wirklich psychologische Stütze empfunden worden ist. Und dass jetzt sich alle eine lange Zeit sehr, sehr stark herausgelegt haben und auch zugelassen haben, dass unglaublich viel Zeit dort investiert wird. Und jetzt merke ich eben, dass viele versuchen, wieder ein Stück Rückzug zu gewinnen, auch für sich wieder mehr Ruhe und Zeit zu gewinnen. Und ich glaube, dass das eventuell gerade diese Sache auch etwas erschwert. Und das bleibt wirklich ein spannendes Thema, wie wir mit der Zeit umgehen. Die Zeit haben wir, glaube ich, zu Boris gesagt, alle nicht. Aber Zeit kann man sich ja nehmen. Und die Frage ist, wofür? Und ich glaube, das ist das A und O. Und was ich sehr, sehr schade finde, war gerade noch so eine Anmerkung, so diese 10 Orte zu finden und anzugeben. Es sei ein Ziel nicht zuträglich, aber ich glaube, dass wir gerade in der Pandemie gelernt haben, wenn wir nicht die Beziehung und uns besser kennenlernen, dabei pflegen, dann reicht mir die Google-Suche. Vielen Dank. Nicole. Mir ging es bei dem, was Boris gerade gesagt hat, ich habe es gerade auch in den Slack noch gepostet. Ich hatte den Impuls, ich würde gern kurz einfach eingreifen oder meine persönliche Haltung dazu sagen. Du hast jetzt viel von zum einen Vertrieb, zum anderen auch Lösungen für deine aktuellen Probleme finden und suchen. Das kann sein, dass du das in einem Learning Circle findest, wenn du den explizit mit Kollegen machst. In dem Moment, in dem er es offen macht, in dem Moment, in dem eine heterogene Gruppe auf euch zukommt, wirst du aus meiner Sicht keinen Lösungsraum dort finden, sondern einen Impulsraum. Das heißt, die da dabei sind, die können dir ganz neue Perspektiven liefern. Wenn du aber eher was für deine Expertise suchst, um da inhaltlich, fachlich auch Kunden, datenschutzmäßig orientiert weiterkommen willst, dann gibt es aus meiner Sicht vielleicht auch andere Peer-Konzepte wie Mastermind-Gruppen, die da besser passen. Weil da, es knüpft so ein bisschen zu dem an, was ich vorhin gesagt habe, für mich ist ein Peer-Learning-Circle die Möglichkeit, dass ich einmal die Woche mich verantwortlich fühle, mich mit anderen auszutauschen und einmal die Woche die anderen die Möglichkeit haben, die Themen, die in dem Weg über den Weg gelaufen sind, in der Zwischenzeit mir Impulse zu geben, die ich sonst nicht hätte. Aber ich muss die Arbeit selbst machen und ich muss selbst dranbleiben. Und wenn ich in einem Circle nur einmal die Woche auftauche, aber dazwischen nichts mache, ist er lang nicht so erfolgreich, wenn ich wirklich an meinem Projekt weiterarbeite. Und das ist auch so ein bisschen das, was viele gerade am Anfang bei Woll hatten oder auch die so das erste Mal, nur auftauchen reicht nicht. Und
ich muss teilen, ich muss arbeiten und ich muss selbst vorankommen. Und nur dann habe ich auch so diese Energie, die aus so einem gemeinsamen Ding entstehen kann. Jetzt weiß ich nicht, Sabrina und Boris, ob eure Hände noch aktiv sind. Christoph hat auf jeden Fall eine neue Hand gesetzt. Das ist gut. Ja, Boris, ich fand das sehr spannend, was du gesagt hast, denn das spiegelt auch meine Erfahrung. Man ist als Guerillakämpfer unterwegs. Man steht vor einem Dschungel von Quellen, Orten etc. Du musst da mit der Machete durchgehen. Und häufig ist die interne Experience, du meintest ja, dass du eben Informationen über Produkte und Projekte und wer hat schon mal und ist das eine Innovation, über die schon mal irgendjemand nachgedacht hat oder noch niemand, Metaverse, keine Ahnung, irgendwelche Schlagworte, die so kommen und dann, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Und die Schlagzahl dieser Themen wird ja deutlich zunehmen. Was bedeutet Covid für uns? Was bedeutet Ukraine für uns? Was bedeutet und so weiter? Alles Mögliche, was passiert, was bedeutet das für uns? Und wer ist an dem Thema eigentlich dran? Und wie finde ich die Leute eigentlich? Und dieses Finden, das muss mehr und mehr real-time passieren, weil wir finden uns irgendwie per Zufall in so einer Gruppe zusammen und der hat schon mal gehört, dass da drüben auch noch einer ist und so. Das reicht alles nicht mehr aus, sondern sehr schnell müssen alle on one page zusammenkommen und dann da gemeinsam dran arbeiten, wo stehen wir eigentlich und wer hat was. Also diese Vernetzungsgeschwindigkeit muss deutlich zunehmen. Und das, was ich eben so spannend finde, ist, weil du meintest eben Guerilla, nachdem du das gemacht hast, was wäre für dich ein Format, das du dir gewünscht hättest vorzufinden, um diesen Guerillakampf nicht zu führen zu müssen, sondern ich finde die Information, ich sehe das dann und dann vielen Dank, kann ich weiterarbeiten. Also was hätte dich in der Retrospektive im Flow gehalten. Das finde ich den Schlüssel dazu, sich zu überlegen, wie sieht denn das Lernen im Flow aus? Denn das ist für mich, Christian, der Kern von dem, was eure Personalvorständin gesagt hat. Es geht halt nicht mehr, also das informelle Lernen halt nicht mehr, jetzt bin ich beim Lernen, tschüss, und ich werde auch nicht gestört, obwohl es ein YouTube-Video ist, sondern der Punkt von, ich bleibe im Flow. Und im Flow lerne ich und kann insofern Sachen bearbeiten, die ich so vielleicht noch gar nicht kannte. Also das finde ich einen super spannenden Punkt, sich eben da in der Retrospektive zu überlegen, nachdem ich diese Impuls, Fakten, Ansprechpartner und so weiter hatte, was wäre denn da das Format, was ich mir gewünscht hätte vorzufinden? Und das ist eben genau der Weg, wie ich zu dem Magenta-Wiki gekommen bin. Da habe ich mir gesagt, ich hätte gerne eine Wiki-Page, da steht drauf, wer hat schon was gemacht, was macht das Unternehmen. Und es gibt eine einzige Seite und da kommen bitte alle drauf und eben Thema Metaverse, bringt da jeder drauf, wer hat welchen Proof of Concept, wer hat welches Kunden, bla bla. Weißt du, so alles mal auf einer Seite kann ich querlesen, kann ich sagen, das, das und das für mich interessant und weiter geht's. Also, sorry, ich muss ganz kurz antworten, Christian, aber das ist natürlich genau unser Anfangsstreitpunkt gewesen, weil du auch gefragt hast, Christoph, was hätte mich glücklich gemacht? Tatsächlich diese eine Seite, wo ich draufgehe und den Überblick habe. Das wäre es gewesen, deswegen musste ich jetzt applaudieren und etwas schmunzeln in Richtung Christian. Genau. Ja, und da ist eben das Wiki als der Hub. Also es heißt ja nicht, dass alles ins Wiki rein muss, sondern das Wiki muss nur die Zugänge liefern, dass da hinten ein Learning Circle ist und da drüben eine Abteilung und ein Projekt und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ich bin gerade noch am Nachdenken über das eben Gesagte. Ich habe ja vorhin schon immer wieder kommentiert. Ich finde, was sehr wichtig ist, dass irgendwie so eine Notwendigkeit besteht. Also, dass ich intrinsisch motiviert bin und dann werde ich über so einen Hub reingezogen, wenn ich da natürlich alle Informationen finde. So wie Christoph vorhin gesagt hat, ich habe einen Trigger und dann will ich eine Aktion finden. Und wenn mir mein Unternehmen da so einen Hub bietet mit ganz vielen Sachen, wo ich weiter eintauchen kann, werde ich reingezogen. Und bei so einem Learning Circle, der erstmal unbestimmt ist, ist es halt einfach, ja, es weiß ich nicht, ob die Zitrone jetzt schon reif ist oder ob sie noch ganz sauer ist. Das sehe ich von außen halt nicht. Insbesondere, wenn ich dann als Vertriebler vielleicht unter so ganz bestimmten Zeitlimitierungen bin. Und da war meine ketzerische Frage jetzt vorhin im Slack ja auch, dafür bräuchte es dann ja ein gewisses Mindset, eine Learning-Kultur, dass sozusagen da dass die Selbstentwicklung, die Selbstfortentwicklung einfach natürlich irgendwie Teil des Jobs ist. Und dann würde vielleicht auch wieder das reichen. Das ist vielleicht noch nicht.
Mich drängt so ein bisschen so nach einem ersten sammelnden Antwort drauf. Vielen, vielen Dank für die schönen anregenden Punkte. Warum habe ich übergriffig dem Boris vorgeschlagen, dass Lerncircle eine Antwort sind? Und du hast es wunderbar geschrieben. Das war sicher auch meine pandemische Erfahrung, dass ich mit Working Out Loud was persönlich erlebt habe, was ich so noch nicht kannte. Und die Antwort, Björn, was bei der DATEV Kultur ist, du findest jede Form von Kultur zum Thema Lernen, die du finden willst. Du musst nur einfach nur unterschiedlich gucken. Und die Frage, und ich glaube, eine Hypothese von mir, warum niemand sich eingeladen fühlt, ist, dass es für viele noch immer sehr, sehr fremd ist. Und viele von den Punkten, die ihr geschrieben habt, 12 Wochen und zu strukturiert, zu unstrukturiert, vorgegeben oder nicht, mein Lernziel, weil es überhaupt mein Lernziel, bislang hat man mir gesagt, was ich zu lernen habe, jetzt komme ich plötzlich, dass ich selber mein Lernziel machen will. Und Nicole, ich bin bei dir, die Weight Watcher Aktivität, dass es eine Regelmäßigkeit gibt zum, halte ich auch für eine der großen Stärken dieses Themas. Und mein Wunsch ist, Christoph, dass möglichst viele Menschen unterschiedliche Formen finden, damit sie besser finden, was für ihre Lernzunahme das Richtige ist. Und ich bin meilenweit davon entfernt, das limitierend als Organisation vorschreiben zu wollen. Ich glaube aber, dass wir viel, viel mehr Gelegenheiten schaffen müssen. Und die Working Out Loud Lerncircle-Gelegenheit kriege ich nur, wenn ich sie mal gemacht habe. Das kann mir niemand, das ist wie Radfahren. Ihr habt Radfahren auch nicht gelernt, weil es euch jemand schön erzählt hat. Und dann wusstet ihr, wie Radfahren geht, sondern ihr habt halt Radfahren gelernt. Und ich glaube, dass wir da weit davon entfernt sind, dass viele Kollegen das für sich selber erlebt haben. Und ich bin jetzt gerade beim 15. Circle. Davon waren 5 sensationell, 5 ganz gut und 5 waren so, dass ich auch froh war, dass die 12 Wochen rum sind. Verratet es nicht, aber das ist es. Und nicht jedes Mal ist der Anspruch, dass der Flow kommt, Christoph. Ich glaube, dass das nicht der Anspruch sein kann, aber dass ich mich immer wieder auseinandersetze mit 4 Individuen, die anders über ihr Thema gehen, raus aus meinem Ding. Und das war der Need, den ich sehe. Irgendwie war das Thema, Sibylle, wir brauchen ein gemeinsames Thema. Niemals, wir haben nicht das gemeinsame Thema. Mein Thema ist, dass unser Ökosystem anfangen muss, miteinander zu reden. Und dass wir uns überhaupt nicht verstehen. Kunden, den KV nicht, also den Kundenverantwortlichen nicht. Partner, unsere Softwareentwickler nicht. Meine Kollegen aus dem Service, die Kollegen in der Softwareentwicklung nicht. Wir sprechen immer weniger miteinander. Nicht, weil wir es nicht probieren, sondern weil die sich so entwickeln. Christoph, die vielen Themen, die kommen, da haben wir 7 Jahre Softwareentwicklung agil gemacht und die Jungs im Marketing denken, was machen die für Zeug? Und ich glaube, absolut, wir brauchen beides. Ich glaube, wir brauchen absolut beides. Entwickler, die Marketing in das Retro ein und die Marketing-Leute wissen gar nicht, was sie in der Retro machen sollen. Und dann sind die Softwareentwickler frustriert, dass die Marketing-Leute in der Retro nicht richtig mitspielen. Und meine naive Vorstellung war, dass es was Einfaches wie so ein Lerncircle nicht gibt. Ich nehme ja auch 3 Minuten vor Schluss raus, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das als Angebot großartig ist. Wenn ihr am 13. Juli nichts Besseres vorhabt, dann kann ich euch spannende Partnerinnen im Ökosystem DATEV anbieten, weil das ist es so. SteuerberaterInnen, Mitarbeiter in Kanzleien, das ist eine ganz spannende Thematik. Auch mit denen gemeinsame Circles zu machen, hat mich sehr berührt. Ich sage herzlichen Dank dafür, ihr werdet es sehen. Bisschen reingefallen bin ich persönlich auf die Erfahrungen mit unserer Initiative letztes Jahr mit Learning Circle Diversity. Es gibt auch einen Lernpfad zum Thema Diversity. Den haben wir letztes Jahr genauso vermarktet. Wir hatten 100 TeilnehmerInnen. Das lief wunderbar. Und in meiner naiven Vorstellung dachte ich, Björn, wir sind kulturell schon weiter. Lag aber wohl eher an Diversity, lag an Faktoren, die spezifischer waren, lag an Sondersituationen, vielleicht Pandemie. Und mein naiver Glaube, ich setze auf diese Erfahrung die nächste drauf. Da haben wir den Salat, Boris. Jetzt sind es halt nur 9 Anmeldungen und wir werden die nächste Lernschleife drehen, dass wir da noch gehen. Ich habe übrigens das unter uns, Boris. Ich habe heute Morgen in der DB-Runde mit Julia Bangert eine der Initiativen, die eins der vielen, vielen Lerninitiativen, die neben unserer in dieser Organisation gerade parallel auch noch erfunden werden, die werden sich mit uns Verbindung setzen. Und Julia sagte, Lerncircle sei gut. Und weißt du, wenn Julia sagt, Lerncircle sind gut, dann ändert sich so die Haltung der Kollegen schon so ein bisschen. Ich hoffe, dass das eine potenzielle Idee gibt, dass wir da eine Einladung kriegen. Und ich sage vielen Dank, Boris, die Schlussworte gehören dir. Okay, vielen Dank. Ich wollte nur noch mal sagen, Christian, du hast mich nicht überrannt mit dem Lerncircle. Ich habe in dieser Zeit, und ich bin froh, dass wir auf dieses Thema gekommen sind, ich habe in diesen 3 Monaten oder 4 Monate sind es jetzt seit Beginn dieses Experiments unfassbar viel gelernt. Und unterm Strich muss ich sagen, die Vielfalt bringt mich in völlig neue Wissensgebiete. Sie überfordert mich, aber gleichzeitig
bringt sie mich schneller an neue Wissensgebiete. Und deswegen kann ich nur sagen und jeden dazu ermuntern, sich dem Thema zu stellen. Ich war nicht immer sicher in diesem Feld, habe mich teilweise auch nicht besonders wohl gefühlt. Aber ich kriege es, glaube ich, immer besser hin, mich in unsicherem Feld sicher zu fühlen. Das ist mein Schlusswort und ich hoffe, wir sehen euch am 13. Juli. Herzlichen Dank. Vielen Dank an euch. Vielen Dank euch allen. Danke euch.